Leute, es ist einfach der neue, krankeste XP, den es jemals gab, Freunde. Ich mache das jetzt hier seit ein paar Sekunden und bin schon fast bei 5000 XP und damit kann man in der Stunde locker über 1 Million XP machen. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Davies, Freunde, und im heutigen Video habe ich einen mega leichten und super schnellen XP-Trick für dich. Und falls du keine XP-Glitches mehr verpassen möchtest, Freunde, weil Epic Games fixt momentan jeden Tag neue XP-Glitches, dann lass jetzt ein Abo da, aktiviere die Glocke. Und ansonsten mache einfach alles genauso wie ich im Video, überspringe nichts, das wird funktionieren, das Video dauert 3 Minuten, es lohnt sich jetzt nicht, wenn ihr irgendwas überspringt, schau diese 3 Minuten dir an, mach alles so wie ich es mache und dann hast du auch den geisteskranken XP-Glitch und kannst richtig schnell leveln. Außerdem haben mich nur 10% der Leute, die diese Videos schon hier abonniert, Freunde. Und diese 10% gehören zu den Leuten, die einen von 70 Season 1 Kapitel 3 Battle Pässen gewinnen können. Falls du also einer der 10% sein willst und ein Season 1 Kapitel 3 Battle Pass kostenlos von mir geschenkt haben möchtest, drücke jetzt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben und mach die Benachrichtigung auf alle. Lass ein Like da und kommentiere so oft es geht dein Epic Games Namen in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnst du einen. Schritt 1, Freunde, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist auf jeden Fall einmal hier auf eure Einstellung zu gehen und eure Spielersuchregion, die normal auf öffentlich gestellt ist, auf privat zu stellen und auf Passes macht ihr auch auf privat, also diese beiden Sachen privat. Und gemeinsame Freunde dürfen auch nur privat joinen. Diese 3 Sachen müsst ihr auf privat stellen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr hier auf Inselcode und gebt folgenden Code ein, Freunde. 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, Freunde, dann einmal die Interaktionstaste drücken. Dann sollte hier die G6T 1 gegen 1 bekommen, Freunde, wo es auch schon mal einen XP-Glitch gab. Und jetzt drückt ihr auf Spielen ganz normal und lasst die Kreativlobby einfach mal schnell laden, Freunde. Wie gesagt, falls ihr auch keinen Battle Pass habt aus der neuen Season, dann könnt ihr jetzt euren Epic Games Namen kommentieren. Ich nehme, wie gesagt, jeden einzelnen an, der seinen Epic Games Namen in die Kommentare schreibt. Und mit etwas Glück schenke ich euch heute noch etwas aus dem Fortnite Item Shop. Wenn ihr dann hier seid, Freunde, müsst ihr meistens einen kurzen Moment warten, außer ihr habt hier den Spiel starten Knopf. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ihr habt einen Timer von ca. 50 Sekunden. Leute, den werde ich jetzt für euch einmal mal skippen und dann zeige ich euch gleich, wer wir hier vorne sind, wie ihr unendlich XP machen könnt. So, Freunde, wenn ihr jetzt hier angekommen seid auf dieser Kreativ-Map, dann zeige ich euch jetzt den besten XP-Glitch, den es gibt, Freunde. Und zwar gab es hier mal einen Knopf, Freunde. Dieser Knopf wurde rausgenommen und hier war auf jeden Fall der erste XP-Trick. Aber es soll jetzt um den richtig schnellen XP-Glitch gehen, Freunde. Und für diesen XP-Glitch müsst ihr einfach nur hier vorne, wo jetzt dieses ganz laute Geräusch kommt. Okay, Leute, das ist mega laut. Oh mein Gott, okay. Und zwar müsst ihr einfach nur hier vorne bei diesem Ding, ihr spawnt da vorne, müsst ihr einfach nur hier hinkommen und müsst dann einfach euch nur eins hoch, zwei, weil sonst könnte es sein, dass ihr da hier runterbackt und dann könnt ihr spawnt ihr halt dort die ganze Zeit, zwei. Und wenn ihr dann hier seid, macht ihr eine Treppe runter, stellt euch hier an den Treppenrand und dann steht hier ein Interagieren-Taste. Also ihr schaut jetzt nochmal, eine Treppe nach oben, zwei Böden, eine Treppe nach unten und dann stellt ihr hier an den linken Rand und dann könnt ihr euch, dann müsst ihr ein bisschen manchmal suchen. So, da habe ich ihn. Und dann könnt ihr ja ganz einfach hier unendlich XP farmen, Freunde. Und ihr seht, es kommen richtig viel XP. Und ich habe hier schon einige abgeholt. Also wenn ihr generell heute noch kein Creative gespielt habt, kriegt ihr wahrscheinlich pro Tastendrück über 1000 XP. Und ein Kollege von mir hat schon über 1 Million XP mit dieser Trick gemacht. Falls euch das Video gefallen haben sollte, Freunde, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Abo und Like da lassen würdet. Ansonsten aktiviert die Glocke und stellt sie auf alles. Kommen jeden Tag neue Glitches. Und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, habt ihr wahrscheinlich auch Glück, Leute. Im nächsten Video kommt ein PSN-Code wieder. Und die Leute, die Glocke aktiviert haben, sind die Ersten und können sich den dann gönnen. Ansonsten wie immer jeden Tag ein neues Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht kommt später noch eins. Ihr seht es ja, wenn ihr die Glocke an habt. Ansonsten haut da rein. Ich liebe euch. Ciao.